Einen schönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Gamescom TV Folge Nummer 3. Tja, die Gamescom 2013, die rückt immer näher. Und in diesem Jahr freuen wir uns nicht auf irgendeine Gamescom. Nein, wir freuen uns auf die Gamescom Level 5. Die Messe feiert in diesem Jahr nämlich ihr 5-jähriges Bestehen hier in Köln und steht ganz unter dem Zeichen der neuen Konsolen Xbox One und PlayStation 4. Wir freuen uns auf 600 Aussteller aus aller Welt. Und natürlich werden auch die Big Player vor Ort sein, wie EA, Ubisoft, Activision Blizzard. Sie alle werden auf der Gamescom da sein. Alle wichtigen Hersteller haben wir da. Und ein ganz besonderes Goodie ist, glaube ich, auch Nintendo wird wieder vor Ort sein und wird alle wichtigen Spiele der Nintendo Wii U vorstellen. Tja, das alles könnt ihr natürlich live selber erleben auf unserem Showfloor. Ihr könnt angucken, anfassen, anspielen, all das auf der Gamescom, denn die ist und bleibt eine Zuschauermesse und ist für euch gemacht. Aber natürlich wird vor Ort auch ein bisschen Business gemacht. Das findet in der Business Area statt. Da trifft dann die Industrie auf die Presse und berichtet für all diejenigen, die nicht selber live auf der Gamescom sein können. Einer, der wird aber auf jeden Fall da sein und den treffe ich jetzt. Das ist Debitor LP. Da ist er ja schon. Hi. Hallo. Annika. Peter. Hi, schön dich kennenzulernen. Ja, freut mich auch. Den meisten Zuschauern wirst du wahrscheinlich ein Begriff sein, Debitor LP. Ich freue mich, dich jetzt kennenzulernen. Aber erklär doch mal den Zuschauern, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, wer du bist und was du machst. Ach so, ich bin Debitor LP, Let's Player im Grunde seit 2010. Und ja, seid mit Spaß dabei. Also bist seit 3 Jahren Let's Player? Ja, genau, seit 3 Jahren. 2010 habe ich angefangen und dann ging es dann los, eher schüchtern am Anfang, aber war eigentlich ganz witzig. Und jetzt Vollgas? Ja, jetzt immer mehr und immer besser eigentlich. Okay. Ist ganz cool. Wie viele Stunden am Tag verbringst du damit? Schon lange, je nachdem wie viele Projekte man hat. Also man hat im Grunde, momentan habe ich glaube ich 6 aktive Projekte und also 6 bis 8 Stunden. Ich meine, das ist ja nicht nur Aufnehmen, ist auch das Drumherum, was man da machen muss. Das Bearbeiten, ja genau, Bearbeiten, Hochladen, Verlinken, also ist schon Und das ist glaube ich Arbeit. Manchmal noch mehr Arbeit als genau, das Spielen als das Spielen. Selber, oder? Das Spielen ist das Beste, aber die Arbeit danach, die muss halt auch kommen. Ja. Eine Frage habe ich noch und zwar, gibt es irgendwas Spezielles, wodurch du in der Szene jetzt wirklich bekannt wurdest oder was dich ausmacht? Also ich denke, früher war eher so mein Minecraft-Let's Play, was dann halt ein bisschen gegriffen hast, weil ich halt auch so ein riesiges Haus da drin gebaut hatte und das war halt Hingucker Nummer 1 auf meinem Kanal. Okay. Ja, und jetzt ist man halt ein bisschen großflächiger gestrickt mit mehreren Projekten, Battlefield, also alles, was man so, wo man Spaß dran hat, wird auch gezeigt. Und hast inzwischen ja auch einfach einen Namen, also das heißt, die Leute kennen dich einfach. Ja, genau. Ist witzig. Sehr gut. Ist cool. Ich bin also mit einem Szene-Profi unterwegs. Ja. Ich würde vorschlagen, wenn ich mal einen an der Seite habe, der sich mit Spielen auskennt, dann gehen wir auch einfach direkt mal spielen, oder? Ja, klar. Gut. Ich nehme mich mit. Peter, wenn man jetzt hier so durch die Spieleabteilung tingelt, ich meine klar, so Namen WoW, Call of Duty, Battlefield, FIFA, das sind ja so Namen, die sagen einem wirklich was. Genau. Bist du bei so Spielekrachern voll dabei oder sagst du, deine Lieblingsspiele sind vielleicht auch so ein bisschen nicht so Mainstream? Wo guckst du danach? Ja, also eigentlich gucke ich immer, dass ich so klar Sachen spiele, die mir Spaß machen. Die User geben mir manchmal auch Tipps. Mhm. Aber generell, was man halt so sieht, Battlefield, Bioshock, Crysis 3, also man spielt halt, worauf man Lust hat, woran man Spaß hat, aber auch sowas wie Landwirtschaftssimulator mal eine Runde. Findest du wirklich? Also du bist nicht Genre fixiert. Nein, also mal eine Runde, weil es halt lustig ist, mal was anderes ist. Die Community findet das halt auch gut, wenn man mal Sachen spielt, die nicht unbedingt Mainstream sind, weil das zocken ja im Grunde alle. Mhm. Wenn man sich so eine kleine raussucht, ist das schon ganz witzig. Da sind wir mit 4 Leuten, glaube ich, ineinander gefahren und alles explodiert, aber war cool. Abenteuer auf dem Reiterhof könnte ich dir auch empfehlen? Das wäre, glaube ich, nicht so meins, aber würden ihr sich bestimmt auch angucken, wenn ich das mal spiele. Das würde ich dann allerdings gerne sehen und moderieren. Ja. Wie gehst du generell vor? Tingelst du dann hier so durch Spielläden oder kriegst du wirklich hauptsächlich Tipps von der Community? Also wonach suchst du dann das neue Spiel aus, was du dann angehst? Also ich habe zum Beispiel Zeitschriften, die ich lese oder halt im Internet so ein bisschen recherchiere, was mir gefallen könnte. Ich meine, klar, so Titel, die sich immer weiterführen, Battlefield 3, 4, da wartet man halt drauf. Und so generell, was man halt so sieht und was einem gefallen könnte. So. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir doch jetzt einfach mal gucken, ob wir noch ein Spiel für dich finden, was du mal ausprobieren kannst demnächst, oder? Ach so, cool. Ja. Mal.
den Arm in der Hand. Du sagst ja, du bist ja genremäßig gar nicht so festgelegt. Prinzessin Lillifee, die große Feenparty. Was sagt der Debitor dazu? Na, ich glaube, das würde nicht so mein Kanal entsprechen. Ich meine, ab null, Prinzessin Lillifee ist ein bisschen... Große Feenparty hört sich zwar super an, aber... Hört sich gut an. Eigentlich schon. Das Schweinchen ist auch sehr nice und der Frosch, aber generell... Eher nicht so dein Ding. Ist nicht so mein Ding. Okay, ich habe ja noch einen weiteren Vorschlag. Ich habe nicht zu tanzen mitgebracht, weil das Thema ist, glaube ich, einfach durch. Das würde ich gerne machen. Echt? Nee. Dann tanzen wir zusammen. Nee. Auf der Gamescom. Auf der Gamescom. Komm, ich habe gestern schon so ein Date fürs Festival klar gemacht mit den Jungs, Bram und Pizmeet. Mit dir tanze ich auf der Gamescom. Ein Spieltanz? Deal. Okay. Ich hätte aber noch was anderes. Abenteuer auf dem Reiterhof, die wilden Mustangs. Also wenn das nichts ist. Das ziehst du dir schön einen Reiterhut auf und dann geht's los. Und dann geht's los. Ich meine, Mustang ist ja gut, ist ein gutes Auto. Die wilden Mustangs ist wohl mehr aufs Pferd bezogen. Ja. Aber würdest du sowas mal anspielen? Angucken bestimmt. Also lustig ist das garantiert. Würde ich vielleicht sogar, meine Frau mit reinnehmen. Die zockt ja auch manchmal die Nintendo-Spiele. Also das probierst du mal aus. Das nehmen wir mit. Ja, das nehmen wir mit. Okay, was hast du denn in der Hand? Ja, so, ich glaube, das sind jetzt eher so die Sachen, die deine Community interessieren. Eigentlich schon. Battlefield 4 ist, glaube ich, der Hit. Ja. Habe ich auch schon auf der E3 gespielt. Okay. Konnten wir, was war das, ein Multiplayer-Level spielen. Habe ich dann dreimal sogar gespielt, weil es halt so gut war. Okay. Ja, und freue mich halt riesig drauf. Und Call of Duty Ghost. Noch nicht so viel gespielt, aber bin ich auch gespannt, weil der Teil sollte ich halt von den alten Teilen ein bisschen abheben. Okay. Deswegen, darauf freue ich mich. Also die zwei nimmst du definitiv jetzt mit? Genau. Die Vorbestellerteile. Und Abenteuer auf dem Reiterhof, die wilden Mustangs. Ja, ich bin gespannt. Auf was freust du dich jetzt, wenn wir mal auf die Gamescom zurückkommen? Was gibt's denn da für Neuheiten, wo du sagst, boah, da freue ich mich echt richtig drauf? Also, Spiele oder Hardware? Ja, also der Nintendo-Stand auf jeden Fall, weil Nintendo war ja letztes Jahr nicht da. Und die ganzen Spiele in Nintendo, spiele ich mit meinem Bruder sehr gerne oder auch mit meiner Frau dann teilweise. Nintendo ist einfach super. Also früher schon gewesen und auch heute. Und nicht so viel Schleichwerbung hier. Stimmt. Was denn noch so? Was denn noch? Nein, ja, Ubisoft Watch Dogs möchte ich gerne mal sehen. Dann vielleicht, Battlefield ist klar, schon gesagt. Infernum wollte ich mal hin, wo Dragon Prophet ist, spiele ich auch momentan. Ja. Also auch als alter Hase hat man wirklich was, wo man sagt, da freut man sich richtig drauf, ja, da fiebert man der Gamescom 2013 entgegen. Da möchte man sehen. Also da möchte man gerne mal ein paar Spiele sehen. Ja. Oder The Crew fand ich auch cool von Ubisoft. Du bist alle Tage da, ne? Fast. Ich glaube, das bietet sich an bei der Menge der Neuheiten, die du dir angucken willst. Ja, eigentlich schon. Sollen wir mal Prinzessin Lillifee wieder ins Regal stellen und den Rest mitnehmen? Auf jeden Vielleicht Fall. Finden wir ja noch was auf dem Weg. Mal gucken. Jetzt so sagt der Debitor LP Routenplaner der Gamescom. Ja. Also wenn deine Community dich jetzt fragen würde, okay, welche Spots, wo müssen wir lang, welcher Weg? Fangen wir an. Eingang. Genau, Eingang. Erstmal vorher ein Ticket kaufen an der Schlange vorbei durch Halle 11, oder? Halle 11, genau. Ticket holen, dann würde ich sagen zu den neuen Konsolen, PlayStation 4, Xbox. Dann vielleicht was essen, je nachdem, wie lange man da war. Dann würde ich einfach was würdest du da empfehlen auf der Gamescom? Hast du ein favorisiertes Essen? Ja, eigentlich nicht. Vielleicht eine Currywurst und Pommes. So das eine Übliche halt, genau. Pommes rot-weiß und gut ist. Weiter geht's. Ja, und dann vielleicht zu den einzelnen Ständen, zu den großen Firmen, EA, Activision. Wohin zuerst? Ich würde nach EA gehen. Und dann rüber nach Activision und dann vielleicht nach Nintendo. Okay, wann bist du den ersten Tag auf der Gamescom? Am Mittwoch schon. Also an dem, wo normalerweise nur die Presse und... Fachbesuchertag. Genau, Fachbesuchertag. Wobei es da ja auch eine ganz tolle Neuerung gibt. Es gibt ja eine streng limitierte Anzahl von Karten. Und ich glaube, das ist für euch auch nochmal interessant. Die gibt es nämlich jetzt schon im Internet. Und damit könnt ihr am Fachbesuchertag ab 13 Uhr schon auf die Messe. Und das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist, glaube ich, nämlich für deine Zuschauer ganz interessant. Ihr kommt dann einfach ab Mittwochmittag und dann machst du diesen Weg. Und dann wissen die, wo du dich finden können.
Ach so, ja, auf jeden Fall. Ich habe da sowieso noch ein kleines Fan-Treffen vor an den Samstag. Ich bin gespannt, ob da oder wie viele da kommen generell. Tausende! Ja, zur Gamescom, aber zu meinem Fan-Treffen. Tausende! Was denkst du? Möchtest du noch mal aufrufen? Samstag um wie viel Uhr? Ich denke mal 14 Uhr. Mhm. Nur ich weiß noch nicht zwischen welcher Halle, da wollte ich noch mal gucken. Also das wird auf meinem Kanal, Facebook-Seite explizit noch mal gesagt. Okay, also auf dem YouTube-Channel Debitor LP und natürlich auf der Facebook-Seite könnt ihr dann noch mal sehen, wann ihr den Debitor höchstpersönlich auf der Gamescom treffen könnt. Auf jeden Fall wird es der Samstag sein und ja, genauere Infos, die gibt es dann da noch. Alles klar, so machen wir das. Das hört sich fantastisch an. Wir sehen uns auch auf jeden Fall wieder, oder? Wir haben ja ein Date. Ja, müssen wir. Wir müssen tanzen, genau. Oder? Wir müssen ein bisschen tanzen. Wir haben ein Tanzdate. Ich habe jetzt, das ist super, mit Brandon und Pete Smith habe ich einen Festival-Date. Mit dir habe ich einen Tanzdate. Ich gucke mal, was sonst noch so geht auf der Gamescom. Kann auch besser werden. Nee, ich freue mich sehr. Die Spiele, die lasse ich dir einfach da. Ja. Ich lasse dich jetzt auch einfach hier im Paradies sitzen. Du kannst ja noch ein bisschen stöbern. Ja, ich mache mich los. Aus. Und gute wir Auswahl. Sehen uns auf der Gamescom. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Also für mich läuft die Gamescom 2013 jetzt schon spitze. Ich habe ein Date beim Festival mit Pete Smith und Brammen. Dann habe ich ein zweites Date mit Debitor LP zum Tanzen. Tja, fehlt mir eigentlich nur noch eins, oder? Ein Date mit Nino. Nino, wenn du das siehst, wir müssen uns auf der Gamescom zum Tanzen treffen. Mit dir tanze ich auch einfach noch eine Runde. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, wir werden Nino wiedersehen. In einer der Folgen taucht er garantiert auf. Wir wollen aber natürlich auch, dass ihr auf der Gamescom auftaucht. Ich hätte auch gerne ein Date mit euch. Dafür braucht ihr aber ein Ticket. Und das bekommt ihr idealerweise entweder im Vorverkauf hier bei Saturn. Hier gibt es Tageskarten oder Tickets von Donnerstag bis Sonntag. Eigentlich alles zu haben. Oder ihr geht zu den altbekannten Vorverkaufsstellen. Da gibt es natürlich auch Gamescom-Tickets. Oder aber ihr macht es ganz schlau. Ihr geht ins Internet auf www.gamescom.de. Wenn ihr da früh Tickets bestellt, bekommt ihr nicht nur 25% Rabatt. Nein, ihr könnt auch den Special Entrance über Halle 11 nutzen und marschiert einfach an der langen Schlange vorbei. Und ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, um ganz, ganz früh morgens ganz schnell zu allen Neuheiten zu kommen und die Gamescom live zu erleben. Tja, für heute war es das schon wieder. Ich freue mich auf die nächste Folge. Da beschäftigen wir uns wieder mit der USK und mit dem Jugendschutz. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, wenn man über Games und Spiele redet. Tja, für mich war es das. Ich hau jetzt ab. Vielleicht mache ich mich noch auf den Weg. Ich glaube, ich suche jetzt doch noch die Lilifee und mache eine kleine Feenparty. Und ich freue mich auf euch in Folge 4. Ciao.